Ja, ich freue mich sehr, hier heute über 100 Gäste begrüßen zu dürfen. Heute ist der Tag gewesen, an dem nach dem Wahlkampf und dem Einzug in den Bundestag wir hier vor Ort in Haldensleben und damit im Wahlkreis 67 unser Büro eröffnet haben. Ein Büro, das den Bürgern zur Verfügung stehen soll. Im Rahmen unserer Öffnungszeiten am Dienstag von 8 bis 15 Uhr und am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr werden wir hier den intensiven Kontakt mit den Bürgern vor Ort pflegen, genauso wie auch in unserem Wahlkreisbüro in Burg, das wir vor einiger Zeit eröffnet haben, stehen wir den Bürgern zur Verfügung. Wir sind nicht nur für den Bürger da, wenn es heißt Wahlkampf machen und wenn es heißt, sich um seine Stimme zu bemühen, sondern jeden Tag, die ganze Legislaturperiode, das ist unser Anspruch und auch unser Auftrag. Wir haben hier eine Veranstaltung geliefert, denke ich, die für die Partei hier ein Erfolg gewesen ist. Und ich freue mich, dass wir insbesondere auch viele junge Familien hier haben, die unsere Zukunft sind in unserem Land. Gerade für mich als Mitglied des Ausschusses für Familie im Bundestag ist das ein gutes Zeichen. Und ich freue mich darauf, dass auch in Zukunft in unserer Partei gerade auch Familien einen wichtigen Platz einnehmen werden.